Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu Software Inc. in der Alpha 10 mit der Hardware-Mod. Ja, hier im Jahre 81, Oktober ist es. Ja, das Wetter ist nicht so toll, aber ich glaube, das Wetter interessiert uns hier nicht. Wir sind ja weiter fleißig am Arbeiten, wir entwickeln immer noch diesen Food Manager und diesen Designauftrag haben wir noch, ja, auf der Pfanne. Und aber wo Pfanne, genau, unser Kollege hier drüben, der pfand sich auch mal ordentlich einen weg. Da gab es ja auch schon leise Kritik, sage ich mal vorsichtig hier von den Angestellten. Aber ich sage immer, ne, so wie bei früher bei Mutti, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, werte Freunde. Genau, also lasst euch schmecken, die Pampe. Ne? Hauptsache es kostet nichts. Genau, so, Kaffee wird auch schon wieder fleißig konsumiert, habe ich gesehen. Und es gab die ersten Beschwerden. Ja, wobei, na, was heißt erste Beschwerden? Beschwerdet wird sich ja sowieso immer bei uns. Aber unsere Kollegen aus der Ausbildung... Die wollen, also der Marco hat sich beschwert, genau, Marco, jetzt wissen sie alle, ne? Du bist raus, genau. Alle wissen es, oh, schon mal hier, der Marco Loch hatte Geburtstag, Happy Birthday, ne, beim letzten Mal war er noch 29. Ja, die haben sich beschwert, dass sie nur eine Stunde am Tag arbeiten. Keine Angst, das ist nur, solange ihr hier in der Ausbildung seid. Dieses Ausbildungsteam dient nur dafür, um die Leute hier sauber zu gruppieren, damit wir sie fortbilden können. Die gehen danach natürlich in ein neues Team, ist auch logisch, ne. Da werden wir dann... Das Support-Team nämlich draus machen. Das könnten wir euch jetzt schon machen, gell? Stimmt, wir können euch jetzt schon. Dann machen wir Support und Marketing. So nennen wir das Ganze. Genau, da wandern die Herrschaften dann rein. So, auch schöne Arbeitszeiten. Urlaub gibt's ebenfalls übers Jahr verteilt. Okay. So, das Ding können wir euch auch gleich anmieten. Ja, können wir gleich mal einrichten entsprechend. Supporter können wir auch wieder so die hässliche Einrichterei machen hier, ne? Dass wir einfach mal ganz hässlich, wie wir sind, hier das Zeug hinknallen. So, 1, 2, 1, 2. Dann gibt es hier die Stühlchen. Dann machen wir da noch einen Akustikschutz ums Eck, genau. Es lebe das Großraumbüro. Ein Traum, ah, wunderbar. Genau, so. Okay, Support. Da werden wir Telefon brauchen, ne? Genau, Vermarktung und Programmierung, also das passt, Telefon, das Shepard, dann gibt es noch ein kleines Blümchen, ja, wobei, ne, das hier, genau. Ah, ja, wobei, die im Support, die sind immer ein bisschen grantig, gell, deswegen gibt es einen Tischkaktus. Es gibt nichts Schöneres als einen grantigen Supportler, deswegen hier gleich mal so ein bisschen, ne, ein bisschen anpieksen, anspießen die Burschen, das ist sehr gut. So, dann gibt es noch ein Bücherregal und jeder kriegt noch eine hübsche Uhr. Und ein kleines Bild, genau, ah, ist das nett, Mensch, sind wir heute da großzügig hier. Achso, Kaffeemaschine killen, ansonsten werde ich wieder gesteinigt. Stimmt, die gute alte Kaffeemaschine, die muss natürlich auch sein, dann würde ich sagen, die bauen wir... Hier. Hier? Ja. Da kommt sie hin. Genau, so, dann machen wir hier noch einen kleinen Geräuschschutz. Zack. Dann pass auf, wo ist hier die Espresso-Maschine? Schlupp. Ne? Wunderbar, ach, ist das schön. Herrlich. Ja, mal noch ein Bild hin zur Espresso-Maschine, das ist ganz wichtig. Und dann haben wir noch eine schöne Lampe ins Eck, das auch schön hell ist. Genau, und dann machen wir noch eine Lampe. Die machen wir, ja, wo machen wir sie denn hin? Da hinten, da kommt wieder keiner hin. Machen wir sie da hin, oder? Hier, genau. Also, zwei Lampen, passt. Dann sind die Lampen hier auch erledigt. Genau, die Handlampen. Was machen wir da hin? Können wir nichts hinmachen, gell? Nö. Wir haben eigentlich alles. Ja, lass mich mal frei. Oder ein Pflänzchen noch hier so. Genau, so eine kleine Pflanze noch, das ein bisschen kuschelig ist, so hervorragend. Gut, dann können wir hier das Team, denke ich, zuweisen. Zack, da kommt das Team Support und Marketing hin. Das es momentan noch nicht gibt, genau. Also, es gibt es schon, aber es ist noch niemand besetzt im Team. Gut, schauen wir kurz, was machen unsere Burschen. Viele sind im Unterricht, die Katharina, der Marco im Unterricht, Marco Luch im Urlaub, die Tigerrose Drakeus und die Sandra sind hier beim Designen bzw. Zeichnen. Der Haubi und die Elke gönnen sich ebenfalls eine Runde Unterricht und der Danny ist bei der Arbeit. Das ist der einzig Fleißige hier, oder? Von den Entwicklern. Der hat recht. Na gut, okay. Wie sieht's aus? Was sagt der Kunde? Wie zufrieden ist er mit dem Produkt? Schauen wir doch mal. 6,3, das ist schon recht ordentlich, hätte ich gesagt.
Wir haben noch 12 Monate Zeit. Was haben wir denn noch für Aufträge eigentlich? Mal gucken. Design, das ist Memory, schmeißen wir weg. Design Case. Ja, das können wir nicht machen, gell? Ja, machen wir. Ist ein kleines Geld. Kleine Gelder nehmen wir gerne mit. Okay. Was mir noch einfällt, wir können hier ja noch weitere Etagen anmieten, ne? Das hier sind ja Aufzüge, also man könnte hier oben weitermachen. Was ist das eigentlich? Ist das ein Besprechungsraum oder was soll das sein? Ich glaube schon. Ich glaube, das soll ein Besprechungszimmer sein oder sowas. Weil da ist keine Toilette und nichts, also das muss wohl ein Besprechungsraum sein. Sehe ich von außen nicht, gell? Ja, das, ja okay, das ist leer einfach. Das ist einfach nur leer. Hm. Will ich mich jetzt hier verkünsteln? Ne? Ich glaube, eigentlich wollen wir relativ schnell ja auch was Eigenes haben. Ja? Das wäre ja so die Idee. Aber wir geben jetzt erstmal Stoff, dass wir Geld verdienen. Jawohl, 9 Monate, 5 Monate und 12 Monate. Passt. So, hier, nächster Job für die Tigerrose, die hier schon wieder Pause gemacht hat. Ich habe es gesehen, aber gut, ich bin ja selber schuld. So, schwupp, ne? Fast erledigt dieses Projekt. Mal kurz in der Stunde hier das Design runtergerissen. Die Tigerrose, unser Schatz der Woche, des Monats, des Jahres. Wie auch immer, ne? Die verdient richtig Geld für uns. Aber gut, ist auch die Jüngste, ne? Die Jüngsten, die müssen immer die Welt retten. So ist es, genau. Die Alten ruhen sich aus und die Jungen müssen die Welt retten. So, jetzt ist der Danny wohl auch im Urlaub, oder? Der ist zu Hause. Wer war was? Was macht der denn? Wieso ist der zu Hause? Das ist... Geht ja gar nicht. Oder kommt er jetzt noch? Ich sehe ihn gleich gar nicht. Wo ist er denn? Da, kommt er da? Ist er das? Ist das der Danny? Ja doch, da kommt er. Okay. Spät aufstehen, ne? Genau. So, hups, halt. Jetzt aber. Fast überentwickelt, ne? Ist nicht gut. Das gibt nochmal ein kleines Pulver. Na, der dritte Stern ist unterwegs. Haben wir noch Jobs? Ne, haben wir nicht mehr. Okay. So. Die sind immer noch im Unterricht, alle. Hier ist immer noch Urlaub, Marco Lurch, ne? Nee, es ist eine falsche Anzeige. Jo, also wir geben Stoff, wir geben Gas. Wir lassen die Burschen noch ein bisschen arbeiten. Und alles bewegt sich hier im Sauseschritt. So muss es sein. Entwicklung für ein Case. Nö, wollen wir nicht, weg damit. Brauchen wir nicht. So, die Ausbildung. Die sind im Urlaub, hier ist man zu Hause, Marco Lurch. Dann darfst du mal kurz noch Netzwerk machen. Geld, das zählt ja diesen Monat dann. Jawohl, passt. Schnell runterreisen, das Ding. Ja, das hier ist dann schon anspruchsvoller, gell? Diesen Monitor zu designen. So, wir schreiben Dezember. Oh, jetzt wird es wieder lustig. Gehaltsrunde, Freunde. Gehaltsrunde. Die Elke. Die langt schon wieder richtig hin. Ich glaube, ich bin. Das sind ja über 10%, was die Elke möchte. Das geht gar nicht. Nein. Wir machen ein kleines Geld. Machen wir 10%. 10% finde ich eigentlich schon recht unverschämt, aber lassen wir mal hier, ne? Die Elke, ja, so. Und die Tigerrose, die ist auch jenseits von Gut und Böse unterwegs. Das geht ja gar nicht. Da machen wir... Aber die Tigerrose ist ein gutes Pferd bei uns im Stall, gell? Ich weiß, das ist nicht sehr charmant von mir, aber du weißt, wie ich es meine. Machen wir so, genau. Also, und hier, was haben wir hier? Der Rakeos, der ist sehr bescheiden. Das sind, ja, das lassen wir durchgehen. Und was ist das hier? Der Danny. Nein, sorry, mein Freund, das ist ein bisschen zu viel. Du begnügst dich mit 3,650, genau. Und die Sandra, die ist auch sehr... Sehr zurückhaltend, du kriegst 1804. So, genau, jetzt sind sie wahrscheinlich angebröselt ein bisschen, aber... Ne? Ja, wobei, geht eigentlich, gell? Geht eigentlich. Zufriedenheit 150, ja, schau mal hier, alles klar. Ja gut, die ist halt ein bisschen, ja, schlecht drauf, ne? Wenn man natürlich dann nicht das kriegt, was man gerne möchte, aber schaut, das baut er bestimmt gleich ab, oder? Wenn die hier ist. Oder sie ist gar nicht hier. Ist sie zu Hause geblieben vor lauter... Ach, die ist im Unterricht. Ah, ja. Okay, der Danny. Schauen wir uns beim Danny an. Ich bin mit dem Gehalt sehr zufrieden.
Ich habe nicht das Gehalt bekommen, was ich wollte. Okay, aber ja, das nimmt ab. Das ist also nur temporär. Die sind nur mal ein paar Stunden angesäuert, aber das geht wieder. Okay, da habe ich jetzt keinen Schmerz damit, ne? Ein Jahr brauchen wir noch. Ein Jahr, Leute. Dann können wir unseren Riegel erforschen. Nicht erforschen, sondern... Ne? Genau. Entwickeln wollte ich sagen, nicht erforschen. Wieso passiert denn da nichts hier? Achso, sind die wieder im Urlaub oder was? Na, ach, krank ist sie. Ich habe es gar nicht gesehen. Die Tigerrose ist krank, okay. Ja, nicht gut, ne? Gute Besserung. Die Sandra hat Urlaub. Danny ist auf der Arbeit, ja, da ist einziger. Und die sind im Unterricht. Okay, pass auf, dann darfst du jetzt, Danny, darfst jetzt auch in die Ausbildung gehen. Und zwar im Bereich Netzwerk ist hier ein Loch. Du darfst 3 Monate Netzwerkkurs starten ab Januar für 3 Monate. Dann sollten die eigentlich wieder da sein, der Drakeus. Der darf auch mal Künstlerausbildung machen, und zwar im Bereich Physical. Und hat der Urlaub August. Okay, auch 3 Monate Kurs starten. Und die Sandra ist im Urlaub, genau. Okay, passt. Gut. Da ist schon erledigt. Nächster Monat. Da kommen die Burschen, da wird gearbeitet, jawohl. Tigerrose ist wieder da. Ne, merkt man. Schon läuft die Sache. So, jetzt nehmen wir unsere Ausbildungstruppe hier. Die kommen jetzt wieder, genau. Das ist gleich erledigt. Ich kann momentan keine neuen einstellen, beziehungsweise möchte ich momentan nicht, weil wir, ne, das machen wir, wenn wir weiter ausbauen, wenn wir weiter expandieren. Okay, Tigerrose hat nichts zu tun, ganz schlecht. Wir designen hier ein Audio-Tool. Genau, dann hat sie ein bisschen was zu tun, die Gute. Läuft. So, jetzt schauen wir mal. Zu Hause, ganz schlecht. Du, Ausbildung, Programmierung, 1 Monat Audio. Viel Spaß. Du, Programmierung, Algorithmus, hast nämlich nur keinen. Und du, auch Algorithmus. Gut. Ja, dann haben die hier auch jeweils einen kleinen Ticken stehen. Tigerrose ist wieder da, Drakeus ist im Unterricht und die Sandra ist da. Haubi ist da. Hat ein bisschen dazugelernt, aber na, wirklich nur ein bisschen. Die Elke ist da und der Danny ist im Unterricht. Okay. Da sind wir ja im Netzwerkbereich unterwegs. So, dann würde ich sagen, wir entwickeln hier dieses Teil mal weiter. Okay. Dann dürfte jetzt hier eigentlich die Sandra nichts mehr zu tun haben, oder? Genau, jetzt langweilt sie sich, weil es keinen Grafikjob mehr gibt. Also, wenn wir ihr einen Grafikjob anvertrauen. So, Design-Team macht das Ganze auf unserem Server 0. Genau, Auftrag annehmen, schwupp, und schon hat sie was zu tun. So schnell geht's. Da hätten wir ein Spiel zu entwickeln. Da hätten wir sogar noch ein bisschen Zeit. 10.000 im Monat. Ja, wir haben ein Jahr Zeit. Ein Jahr. Weil wir können erst im Januar 83 anfangen. Na komm, das können wir eigentlich auch noch annehmen, oder? Nehmen wir an. Passt. Server 0. Schwupp. Na, das lassen wir momentan mal so stehen. Oh, okay. Alle gehen schon wieder nach Hause. Moment. Hausmeisterreinigung, IT-Support. Bitte antanzen. Läuft bei uns. Dankeschön. So, da kommt die ganze Rasselbande wieder. Das Ding legen wir zu den Akten. 8 Monate. Okay, Moment. Lassen wir noch machen, solange die hier den Auftrag runterreißen, lassen wir noch Bugs fixen. Dass das Ergebnis besser wird. So, der wird veröffentlicht. Schwupp. Und komm. Veröffentlicht, jawohl. Dann können wir jetzt hier die Tür aufmachen und den machen wir zu.
Food Manager wird so abgegeben, wie es ist. Ne? Ist, denke ich, positiv. Was brauchen wir hier? Wir brauchen 11,8 Codeinheiten und 5,4 Kunst. Das kriegen wir locker hin. Das kriegen wir mit der Truppe hin, die wir da haben. Oh, jetzt kommt eine Prozessorentwicklung. Okay, das würde wahrscheinlich ewig dauern, einen Prozessor zu entwickeln. Aber verdammt gut gezahlt, ne? Verdammt gut gezahlt, das Ding. Oh. Nee, wir dürfen uns nicht verzetteln. Wir wollen unseren Riegel, unseren Speicherriegel, auch wenn es geheißen hat, ketzerischerweise in den Kommentaren, du solltest halt lieber den Schokoriegel entwickeln. Das wäre vermutlich besser. Aber das sehe ich ein bisschen anders, Freunde. Wir wollen doch keinen Schokoriegel entwickeln, mal ganz ehrlich. Das wollen wir einfach nicht. So, die Tigerrose hat nichts zu tun. Dann kriegt sie einen Ausbildungsauftrag von uns, so, und zwar Physical Design, Kurs starten, viel Spaß und jetzt darfst du heimgehen, weil es so fleißig warst, ne, darfst du mal vorzeitig in Feierabend gehen. Ach, was sind wir heute wieder großzügig, Mensch, was sind wir heute wieder großzügig, achso, wir haben unsere Burschen gar nicht, ah doch, wir haben sie zum Unterricht geschickt, okay, passt, so, die sind immer noch im Unterricht, jawohl, so, da sind die Herrschaften. Sind aber nicht allzu viele, gell? Unser Koch da hinten, der... Für wen kochst du, Junge? Es ist keiner da in der Firma. Es ist kein Mensch da. Für wen kochst du? Wer soll den Müll essen? Das ist dann ewig alt und kalt, ne? Aber gut, die Burschen, die essen das ja, also... Die sind ja hart im Nehmen, unsere Kollegen, genau. Unterricht, Unterricht, Unterricht. Arbeit, 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 Unterricht. Na schön. Unsere Jungs sind wirklich hart im Nehmen. So, da sind die Burschen zu Hause. So, ja, von wegen. So, okay. Also, pass auf, du kriegst eine Ausbildung. Programmierung, ein Monat. Algorithmus. Zack. Und ihr zwei kriegt Physical. Ausbildung. Programmierung, Physical. Dann sind die hier, die zwei, die Katharina und der Marco, von den Spezialisierungen schon mal angewärmt. Die können dann alles minimalst, wirklich ganz minimalst. Hier bei Makoloch müssen wir danach noch eine kleine Schulung machen im Bereich Physical. Ja, und ansonsten Vermarktungsskill haben sie, also die können auf jeden Fall dann supporten. Das kommt natürlich genau richtig. Die sind nun genau rechtzeitig fit, wenn wir den Riegel rausbringen. Das dürfte interessant werden. Und in der Zwischenzeit, ne, können wir hier noch ein bisschen investieren. Dann lassen wir das Support-Team dann hier die Bugs fixen. Denn bis die fertig sind mit der Ausbildung, ist dieses Spiel soweit entwickelt und wir können Bugs fixen. Und die anderen können dann fleißig den Riegel, nicht den Schokoriegel, sondern den Speicherriegel designen und entwickeln. So wäre der Plan. Neue Aufgaben. Er ist alles Crap hier weg. Den, wobei. Wenn wir unseren Riegel machen, haben wir keine Zeit dafür, gell? Dann kann ich ihn eigentlich kann ich ihn dann beerdigen, aber gut. So, wir spulen die Zeit jetzt einfach mal runter, ne? Wir lassen mal richtig schön rucken. Tracheus ist krank, das ist nicht schön. So, unser Support ist da, oder? Neben Unterricht immer noch. Stimmt doch gar nicht. Kann gar nicht sein, das ist ein Anzeigebug. Ah, die kommen im Moment 10 oder 11, gell? Dann geht hier was. Ja, ja, jetzt passt's. Okay, also Ausbildung. Physical, ein Monat, viel Spaß. Und was macht ihr zwei? Ja, weißt du was? Euch können wir... Euch kriegt man auch noch eine Ausbildung. Im Bereich Physical. Und wir können hier schon mal das Team switchen. Ihr bekommt in den Support. Viel Spaß. Support und Marketing. Also, die werden jetzt hier drüben Position beziehen, wenn sie morgen kommen. Und damit ist diese Geschichte hier mit der Arbeitszeit von einer Stunde erledigt. Wir haben niemand in Ausbildung. Ne? Gut, okay. Lassen wir die Zeit runterrasseln.
Da verbröseln sie sich alle nach Hause. Wir machen ein kleines Geld. Wie viel machen wir denn? 34.000 ist nicht viel, ne. Das ist definitiv nicht viel. Die sind im Unterricht, ja, okay. Na schön. Oh, Designer hat nichts zu tun, Moment. Ganz schlecht, ich habe keinen Designjob mehr. Vielleicht kommt einer, mal schauen. Ja, da kommt er auch schon. Alles klar, 8 Monate, da lacht die kurz, ne. Da langweilt die sich. Jetzt wird ja sauber gespachtelt hier. Der Drakeus ist schon wieder. Und die Sandra, aha. Und wer kommt da noch? Wer bist du? Der Danny. Und die Elke. Und die Tigerrose. Das sieht mal fast nach einer Meuterei aus hier, gell? Meuterei und kein Bounty. Ja, aber die Firmen, die rennen uns hier die Bude ein, Mensch. Na, da macht der Kollege, der Jason. Ey, Moment mal, das war doch beim letzten Mal noch ein anderer, oder? Der weiß gar nicht mal, was er machen soll. Der geht um 12 Uhr heim und da kommen die gar nicht hinterher. Mit den ganzen Jobs. Ja, sowas. Ja, sowas. Auf einmal geht was. Hier, den ganzen Scheiß weg. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Leute, geht gar nicht. Sollen die vom Support? Die sind bei der... Neben Unterricht. Okay, gut. Ja, klar, die stehen jetzt unten. Ich habe ja umsortiert. Halt, stopp. Das ist fertig. Du kommst dahin. Nächster Designauftrag. 10.000 Spieleentwicklung. Jawohl. Ah, beziehungsweise Design eines Spiels. So rum ist es richtig. Ah, jetzt Shepard. Jawohl. Na, 50.000 pro Monat Cash. So, wo bleibt denn der Support jetzt? Ich verstehe es gar nicht. Wo sind die denn? Bei der Arbeit, das glaube ich ja gar nicht. Wo zur Hölle sollen die sein? Da sind sie nicht. Ne? Da sind die nicht. Nee, ich sehe sie nicht. Keine Ahnung, wo die sich rumtreiben. Ach, das schau mal an. Um 9:30 kommt man mal auf die Arbeit, oder was? Habe ich da irgendwas vergessen einzustellen, oder was? Oh, Support und Marketing hier, schau mal. Von 7 bis 17 Uhr. Und wann kommt man? Freunde, ihr habt da irgendwas falsch verstanden, glaube ich. Ihr habt da was komplett falsch verstanden. Das Ding ist fertig. Das wird entwickelt. Zack, jetzt kommt Support-Team. Da, die können jetzt Bugs rausbügeln und so. Und haben wir noch einen Job, einen kleinen vielleicht. Ja, das ist mit Sicherheit kein kleiner, den schmeißen wir weg. Den nehmen wir an, den pausieren wir gleich mal hier. Haben die anderen nichts zu tun, gell? Ja, das ist auch doof. Wisst ihr was? Wir schicken die Entwickler auch nochmal auf die Schule. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Der Hobby, der braucht definitiv auch nochmal eine kleine Auszeit. Genau, der macht nämlich Audioschulung. Und zwar jetzt ist Juli. Moment, du machst du mal 4 Monate Audioschulung, genau. Der Firmenchef einfach mal 4 Monate weg und dann tanzen die Mäuse auf den Tischen da, aber echt. So, die Elke, die kriegt auch nochmal eine Programmierer. Schulung im Bereich Physical. Zack. Und der Danny ebenfalls. Ne, müsst ihr halt euren Urlaub verschieben, aber das kennt ihr ja. Ne? Der Urlaub wird ja bei uns sehr gerne verschoben. Gar kein Problem. Hier wird noch Netzwerk geschult. Passt. Der Support ist hier, der macht es. So, und unsere Künstler, die... Ja, was machen die Künstler? Die schickt man auch in die Schule. Genau, Künstlerschule nämlich. Hier einmal System bitte, schwupp. Und hier auch einmal System. Eine Systemschulung quasi, jawohl. Sehr gut. So, jetzt können wir die ganze Bande hier sauber nach Hause schicken. Tschüss. Ne, viel Spaß, alle nach Hause. Und hier der Support, der quält sich jetzt hier mit den Bugs. Hoffentlich. Ey, ist nicht euer Ernst, oder? Hallo? Hallo, ihr sollt hier Bugs beheben? Nein, warum nicht? Die haben doch hier alles. Die haben Fähigkeiten, das verstehe ich nicht. Warum machen die nichts? Ist das jetzt normal, oder? Dass man hier nichts mehr macht, oder wie? Okay. Vielleicht habe ich da was falsch verstanden. Vielleicht müssen wir da nochmal
eine kleine Schulung machen mit den Burschen, weil das geht ja gar nicht. Schau ich das an. Wir haben doch hier den Support, der ist doch drin. Marketingprogrammierer, ja. Was ist jetzt? Wo ist der jetzt hingerannt? Ich verstehe es nicht. Die haben interessante Arbeitszeiten, die Burschen, ne? Das musst du mal verstehen. Die Tigerrose ist da, die habe ich gesehen. Okay. Verstehe nicht, warum unser... Achso, Support ist ja in der Schule jetzt. Ja, okay, gut. Also warum die hier nicht weiterentwickeln? Ist mir ein kleines Rätsel, aber gut, man muss ja nicht alles verstehen hier. So, wir holen den Hausmeister, die Reinigung und den IT-Support. Natürlich, ne, wenn keiner da ist, könnt ihr hier schon mal alles schön wieder richten und in Ordnung bringen. Was macht der PC hier? Oh, der hat auch schon bessere Zeiten gehabt. Aber der ITler ist noch da, heißt, wenn die Tigerrose geht, genau, kann er den PC reparieren. Jetzt haben wir überall wieder frisches Material am Start. So, zack, Geld gab's. Nochmal 50.000. Jetzt ist der Support auch mal in Echtzeit da. Ne? Endlich sind sie richtig pünktlich, die Burschen. Aber die machen einfach nichts. Sie machen nichts. Ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum sie nichts machen. Weil die sollten eigentlich hier... Ne? Vielleicht ist die Qualität vom Produkt so gut, dass die gar nicht fixen können, ne? Dass es nichts gibt. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, du dann. Ne? Dann. Machen wir das gleiche nochmal. Ausbildung, Programmieren, 2D. Ne? Wir bringen euch schon auf die Spur. So, dann könnt ihr jetzt wieder heimgehen. Ihr Lumpen. Komisch. So, das ist erledigt. Der nächste Designauftrag, genau. Ne, der Balken füllt sich schön. Alter, ich hab euch doch heimgeschickt, Leute. Was ist los mit euch? Nach Hause. Und zwar flott. Naja, also vielleicht könnt ihr mir das erklären, warum der Support hier meint, er kann ja einen auf lockeres Leben machen. Wir sind übrigens fast an der Million, Leute. Wir haben die Millionen fast geknackt. Oh. Wir werden Millionär. Okay, das ist auch erledigt. Schwupp. Haben wir noch Aufträge? Einen kleinen hätten wir noch. Ein Case. Ja, komm, das kriegt die hin, die Tigerrose. Das macht die. So, wir schauen nochmal. Unterricht, Unterricht, Unterricht. Hat noch jemand Urlaub? Ja, die ganze Bande hat jetzt noch Urlaub. Die Tigerrose ist die einzige, die dieses Jahr keinen Urlaub mehr hat. Und der Haubi natürlich, aber der hat ja nie Urlaub, der Arme. Der Rest ist im Unterricht. Oh, schau mal hier. Tracheus richtig gut aufgeholt beim System. Haubi kann jetzt noch ein bisschen mehr. Ein Wunder. Elke ist gut. Der Danny ist gut. Ja, und die drei Arbeitsverweigerer hätte ich jetzt bald gesagt. Keine Ahnung, was die wieder machen. Huch, mein Gott. Sauber gepennt. Nochmal ein Designauftrag. Ja, komm, den kriegst du auch noch hin. Ein Monat haben wir Zeit gehabt. Sehr lustig. Okay, dann kannst du jetzt heimgehen. Schau mal. Du hast jetzt frei. Du darfst nach Hause gehen, Tigerrose. Ist doch schön. Und wir sind Millionär. 1.100.000 gab's im letzten Monat. Wow, da kommt wieder der faule Support, oder? Ist doch der Support. Da sind jetzt alle wieder da, Leute. Wow. Alle sind da. Keiner tut was. Perfekte Voraussetzungen. Aber echt. Alle nichts zu tun. Ja, dann machen wir vielleicht noch eine kleine Auftragsarbeit. Design und Kunst. Genau, das wird kurz, zack, zuweisen. Das macht dann Entwicklung und Support. Ne, genau, jetzt können die Burschen hier mitarbeiten. Das können sie witzigerweise. Also da können sie mitarbeiten. Okay, Game Assets macht Design und Kunst. Und die Tigerrose hat nichts zu tun. Die Dinge wiederholen sich.
Machst du frei, oder? Was meinst du, Tigerrose? Ach komm, eine Ausbildung können wir mit dir noch machen. Einen Monat, und zwar im Bereich System. Dann bist du im Dezember auf Schulung und im Januar bist du wieder da. Okay. Jo, passt. Na, wir lassen hier einfach mal die Burschen entwickeln. Genau. Und entwickeln. Und dann könntest du die Bugs rausmachen. So, und hier können wir entwickeln. Thema erledigt. Raus damit. Kleines Geld. Nochmal. Game Asset. Na, die Jungs sind einfach gut. Die hauen das Zeug raus wie nix. Jawohl, passt. Hier gehen die Fehler raus. Und weg damit. Jawohl. Hoffentlich ohne Fehler jetzt, oder? Aber hallo. Hervorragende Qualität. Keine Bugs drin. Ne? Wo hat man das? Außer bei uns. Genau. Dann lassen wir jetzt nochmal kurz den Hausmeister, Reinigung und IT-Support anrollen. Sofern nötig ist nicht nötig. Okay, dann können wir es überspringen. Oh Gott, Gehaltsrunde. Schon wieder. Schon wieder. Jetzt mal im Dezember wollen sie Geld haben. Oder? Ja, Sapolo, die Elke schon wieder. 20% auf alles außer Tiernahrung oder was? Ja gut, jetzt habe ich echt ein Problem, gell? Eigentlich haben wir schon ein bisschen Asche, ne? Ja gut, wisst ihr was? Okay. Pass auf. Weil es uns so gut geht. Ne? Weil es uns so gut geht, weil wir jetzt 3 Jahre im Business sind. Von 80 bis 82, ne? 3 volle Jahre. Machen wir heute mal. Alle kriegen das, was sie wollen. Dann sind sie erstmal wieder zufrieden. Na, und dann ist Ruhe im Karton. So, dann können wir gleich mal. Ne, wir können auch noch ein Weihnachtsgeld. Können wir noch machen hier. Genau, ein kleines Weihnachtsgeld. Und vielleicht eine kleine Krankenversicherung, genau. Und wir sagen, jeder kriegt eine Erhöhung von $100 im Jahr Minimum. Das finde ich doch auch nicht schlecht. Und eine kleine Pension. Ja, eine kleine Pension gibt's. Okay, Betriebsrente. Ach Mensch, was sind wir heute wieder großzügig, Leute. Was sind wir bloß wieder großzügig? Wer ist hier da, der Haubi? Der Einzige. Ah, die sind jetzt alle im Urlaub. Genau, natürlich. Ne, die haben wir ja alle mit Schulungen so voll gespickt. Da ist der Haubi, der ist fleißig. Ne, stimmt gar nicht. Der Haubi ist gar nicht fleißig. Jetzt ist er fleißig. Genau, jetzt kann ich noch ein paar Bugs rausdübeln. Ja, und dann wird es im Januar losgehen bei uns. Mit dem Riegel, liebe Freunde, mit dem Riegel. So, das Ding ist abgegeben. Passt. So. Stopp. Genau. 1,1 Millionen, fast 1,2. Wir haben fast den 4. Stern dabei. Tja, und jetzt wird unser Riegel entwickelt, ne? Oder? Jetzt müsste auch der Riegel kommen. Memory. Genau, jetzt können wir die Sim-Module machen. Tja, das machen wir aber nicht mehr heute. Genau. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Softwink. Ja, drückt uns die Daumen, dass das Jahr 93 unser Jahr wird. Unser Durchbruch mit dem neuen Speicherriegel der neuen Generation, der neuesten Generation. Ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingt. Ja, und ich hoffe, ihr genauso. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Eine gute Zeit, macht es gut und Servus.